It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get this started. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames. Hallo, mit After Hours, dem neuen Update, ist mir eine Sache wieder so richtig bewusst geworden. Ich verliere immer mehr den Respekt vor Rockstar Games. Rockstar, das war mal ein Name, der für Qualität stand. Man wusste, wenn man ein Spiel gekauft hat, dass dort viel Liebe zum Detail drin steckt und dass man probiert hat, von Entwicklerseiten aus, den Spielern die möglichst beste Erfahrung im Spiel zu bieten, die man aus dem Game rausholen kann. Und es tut mir leid, aber bei den letzten GTA Online DLCs ging dieser Eindruck immer weiter zurück. Ob es bei Gunrunning ist, wo sich die sehr overpowerte und damals auch extrem gamebreakende Explosniper hinter diversen Paywalls versteckt hat, damit man am besten in die Tasche greifen muss, um die Forschung zu beschleunigen, um das Ding wieder zu haben und dann entsprechend mitcompeten zu können. Oder ob es bei Doomsday heißt, die Orbitalkanone war. Oder jetzt mit After Hours demnächst das Noob Bike Mark II. Dazu gegen Ende mehr, aber für den Moment sind wir doch mal ehrlich, es bleibt ja nicht nur dabei, dass immer mehr overpowerte Gamebreaker eingeführt werden, es gibt noch so viel mehr Beispiele für offensichtlich Anti-Spielerschaft orientierte Mechaniken. Gucken wir uns beispielsweise die Zeppelin-Mission an, da gibt's Flares an der Hindenburg, damit die nicht ganz so leicht zu geiern ist. Und die Sache ist... Warum sind die Flares dran? Weil Rockstar genau weiß, dass jeder Spaß mit dem Stinger am Boden auf das Ding einballern wird. Dafür gibt es ja sogar Anreize. Wie ihr vielleicht am Anfang gesehen habt, kriegt man Punkte dafür, nämlich Rufpunkte für den eigenen Nachtclub, wenn man das Ding von einem Konkurrenten geiert. Rockstar möchte, dass der Spieler, der mit dieser tollen Mission gesegnet ist, abgeschossen wird. Und die Flares sind sozusagen das Feigenblatt der Scham, dass man da dran gepackt hat, damit es nicht ganz so offensichtlich ist. Aber was bringen einem denn die Flares, wenn da einer mit dem Noob-Auto ankommt oder mit Explosniper? Nächstes Beispiel, die Orbitalkanone. Hier bettet sich ein Akula aus meiner Organisation, deswegen wird er da nicht angezeigt, mit einem Missionsrunner. Und dann ballert der Kumpel von dem Bastard da unten doch ernsthaft den Akula mit einem Orbitalschlag weg. Weil der Lappen am Boden selbst im Missionsrunner immer noch zu schlecht ist und am Verlieren gegen den Akula war. Na super, ich habe nur drauf gewartet, um orbitale Vergeltung zu nehmen, sobald die damit anfangen. Wisst ihr, es war so ein riesen Community-Wunsch, dass sie es einfach ändern, dass der Akula nicht mehr anvisierbar ist für Orbitalschläge im Tarnmodus. Nimmt Rockstar diese Änderung vor? Nein. Aber was für eine Änderung nehmen sie vor? Dass man zum Beispiel während dieser Import-Export-Mission hier, wo man das Auto holen muss und dann Bullensterne bekommt, nicht mehr Lester anrufen kann, um die Bullensterne zu entfernen, sodass die Bullen einem mehr Sachschaden auf die Karre machen, sodass man insgesamt weniger Geld verdient. Sowas patchen sie, weil es gegen die Community und gegen die Spielerschaft und für das scheiß Geldsystem funktioniert. Aber was gute Änderungen wären, die kommen von Rockstars Seiten aus nicht mehr. Und das ist die Definition von Anti-Consumer. Ich möchte das jetzt nur nochmal betonen, weil man sich dabei so hart an den Kopf packen muss, an die Stirn packen muss, wenn man da so drüber nachdenkt, ja? Das müsste jetzt wirklich selbst der letzte Mensch, der letzte Vollidiot, der mich hart hatet, müsste dieses Argument wirklich absolut nachvollziehen können. Wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann ist man meiner Meinung nach kein Mensch, sondern ein Schimpanse. Da machen die sich allen Ernstes. Bei Rockstar. Die Mühe, einen Patch zu bringen, dass man in einer Import-Export-Mission keine Polizei mehr wegkaufen kann, damit man pro Import-Export-Mission dieser Art ein paar tausend weniger verdient. Aber patche nicht die wirklich relevanten Probleme dieses Spiels, wie beispielsweise unhörbare Stinger, One-Shot-Bug, verschobene Hitboxen, unter die Map-Glitches, Orbitalkanonen-Glitches und so weiter. Was ist das bitte für ein armes Würstchen, das für sowas bei Rockstar zuständig ist? Das muss doch so eine traurige Gestalt sein. Es wundert mich, dass der sich noch nicht umgebracht hat. Das muss ja eine sehr erfüllende Existenz für ihn sein. Wenn ich da so drüber nachdenke, was sagt er wohl abends seiner Frau, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt? Hey Schatz, ich habe heute an meinem Patch gearbeitet, womit ich dafür sorge, dass die wenigen Spieler, die sich in GTA Online ihr Geld ernsthaft und ehrlich erarbeiten wollen, jetzt manchmal 2000 weniger pro Mission verdienen. Und was sagt dann seine Frau als Antwort darauf? Sowas wie, das ist toll, Schatz, du hast einen sehr wichtigen Job und bringst die Menschheit ernsthaft weiter mit deiner Tätigkeit.
Ich komme da auch absolut nicht mehr drauf klar. Es tut mir leid, aber es ist einfach das Beispiel schlechthin. Wenn man anhand von einem Beispiel aufzeigen müsste, was mit GTA Online Patches schiefläuft, dann wäre es das Beispiel. Und wenn ich mir das alles so anhöre, dann sehe ich sowas von schwarz für Red Dead Redemption 2, wenn sie mit der gleichen Einstellung, mit der sie jetzt GTA Online managen, von Anfang an Red Dead Redemption 2 rangehen, dann wird der Multiplayer in dem Game die absolute Kotze. Aber genug zu dem Thema. Reden wir zum Ende des Videos nochmal über Balance, denn auch was die Balance anbelangt, haben sie sich diesmal ja im Kontext von Noob Bike Mark II und A10 bzw. B11 Strike Force mächtig aus dem Fenster gelehnt. Ich sage es mal so, für Helis wird das keine allzu rosige Zeit, wenn die beiden Dinger da sind. Fangen wir mit dem neuen Noob Bike Mark II, also Oppressor Mark II an, denn das wird ja, wenn man die diversen Paywalls erstmal überwunden hat und das Teil dann sein eigen nennen kann, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau unter den Noob-Fahrzeugen bei dem, was das alles kann. Das Drecksding hat zum Beispiel movement-technisch keine wirklichen Einschränkungen mehr. Mit dem regulären Noob-Bike muss man ja immer mal wieder aufsetzen, um sich neuen Schub zu holen. Mit diesem Ding nicht. Es wird unbegrenzt fliegen können. Es wird einen Flug- und einen Schwebemodus haben. Man kann also ähnlich wie beim Deluxe auch auf der Stelle schweben. Davon ab ist das Ding aber vor allem auch in der Bewaffnung eine absolute Zumutung. Es wird nämlich Upgrades sowohl für hochaggressive Lenkraketen mit erhöhter Reichweite, als auch, und das ist jetzt noch schöner, ein Upgrade für eine Explosivminigun haben. Geil, oder? Und weil das immer noch nicht reicht, hat dieses wunderbare Gerät dann auch noch Gegenmaßnahmen, sodass man das Noob Bike Mark II nicht mehr mit den ganzen Fahrzeugen, mit denen man für gewöhnlich wunderbar easy Noob Bikes kontern kann, geiern kann. Das bedeutet, dieses Ding ist fast ungeierbar, extrem wendig, viel schneller, unbegrenzt flugfähig und stärker bewaffnet. Das macht doch Laune. Und was hat man sich bei Rockstar einfallen lassen, um das noch ein kleines bisschen zu balancen? Man hat bei der Explosivminigun die Munitionsmenge auf 750 begrenzt und die Sprengkraft der MGs entsprechend nur der Sprengkraft der Rogue-MGs. Das bedeutet, man kann einen Spieler nicht damit instant One-Hit killen. Und Fahrzeuge muss man wenigstens mehrfach treffen, bis sie explodieren. Das ist wenigstens ein bisschen was, aber es ist trotzdem höchstwahrscheinlich, dass wenn da einer drauf sitzt, der ein bisschen besser ist als der Durchschnittsnoob, dass dieses Ding eine absolute Macht sein wird. Bedauerlich, oder? Eine positive Nachricht in Bezug auf das Mark II Noobbike gibt es dann aber doch noch. Es wird wahrscheinlich, ähnlich wie der Ruiner, ein Spezialfahrzeug sein. Das bedeutet, dass man es dann auch höchstwahrscheinlich nicht mit Mac-Präsident durchspammen kann. Außer Rockstar hat das angepasst, dass das dann auch für Mac-Präsident zählt, was ich nicht hoffe. Trotzdem sollte man mit einem Heli gegen das Teil sehr vorsichtig sein. Es wäre deutlich sicherer, das mit einem Jet anzugehen. Und Jet ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn ich halte es für wahrscheinlich, dass mit dem Release des A10 eine neue Jet-Meta entsteht. Denn der verfügt nicht nur über ausreichend Panzerung, um Minimum 2 Stinger-Hits locker wegzutanken, wahrscheinlich mit 100% Panzerungs-Upgrade noch mehr, er verfügt darüber hinaus auch noch über die stärkste Explosiv-Minigun im Spiel. Die hat genug Damage, um so ziemlich jede Panzerung instant zu durchbrechen. Egal was es ist, Nightshark, Avenger, die widerstandsfähigsten Fahrzeuge schmelzen dahin. Das beinhaltet auch gepanzerte Helikopter. Der A10 verfügt darüber hinaus ja auch noch über Gegenmaßnahmen. Man kann also Lenkraketen gegen den auch vergessen. Den zum Ausweichen zwingen, wie man es mit Savage oder Hunter gerne gegen Hydra und Lasers getan hat, das wird da nicht so gut funktionieren. Und darüber hinaus kann ein A10-Jet einen Heli sogar frontal und direkt angehen. Sogar ins Feindfeuer vom Heli reinfliegen, weil es ihm scheißegal sein kann. Wenn man dem nicht gerade frontal ein 7er Sperrfeuer drückt, dann wird das Ding durchkommen und den Heli schreddern können. Und warum? Weil er genug Panzerung hat, um das einfach alles wegzutanken und genug Damage, um einen Heli sicher in einem einzigen Anflug wegzuharzen. Ja, gute Nacht Savage, gute Nacht Hunter im Regelfall. Wenn überhaupt, kann man den nur noch mit Deckung schlagen. Die Sache ist allerdings, und das ist wiederum positiv, um das Ding nicht komplett overpowered und gamebreaking zu machen, hat man ihn etwas langsamer und weniger wendig als andere Jets gemacht. Das wiederum finde ich sehr gut und das ist auch realistisch so. Der A10, wie das A ja schon sagt, ist ein Attack-Flieger.
Also ein Fahrzeug, das primär zur Bekämpfung von Bodenzielen und von Helikoptern und ähnlichem gedacht ist. Das soll er gut können. Er ist kein Fighter, kein F-Flugzeug, sowie ein F-16 aka Laser, der für den Luftkampf gedacht ist. Der realistische Konter für den A-10 wird also auch der Laser sein. Denn der ist wendig genug und hat ausreichend Damage, um den vom Himmel zu holen. Wenn man ihn nicht gerade mit einem eigenen A-10 vom Himmel holt, heißt es. So gesehen ist das also nicht ganz so problematisch. Es ist nur ein bisschen problematisch. Aber wer denkt, dass man das Teil mit Leichtigkeit explosnipen könnte, der irrt natürlich auch. Bei der Menge an Panzerung braucht man aber viele Schüsse. Und das wird schwierig, wenn der gleichzeitig mit Sperrfeuer und Explominigern Anflüge auf euch startet. Viel Glück dabei. Aber es ist ganz cool, wenn man selber in dem Teil drin sitzt. Zwinker, zwinker. Endlich nicht mehr geexplosniped werden und sich dann einen neuen Jet holen müssen. Bedauerlich. Zumindest für die Leute mit Explosniped. Tja. Bleibt noch zu sagen, manch einer könnte ja jetzt behaupten, aber der A10 ist doch ein Community-Wunsch. Da hat doch Roxa dann auf die Community gehört. Ja, das haben sie in dem Fall tatsächlich. Aber warum haben sie das denn? Weil sich in dem Fall damit Geld machen lässt. Ist ganz klar, das Ding ist stark, das Ding wollen dann Leute haben. Und allgemein war das ja auch ein Wunsch, dass Leute einen A10-Jet kaufen können wollten, weil sie einfach den A10 feiern. Von daher hat Roxa das Geld gerochen und dann auf die Community gehört. Aber wenn sich nicht Geld damit machen lässt, dann wird auch nicht auf die Community gehört. So simpel ist das. Traurig, aber wahr. So läuft das. Jetzt habe ich noch eine Sache ganz zum Schluss, die ich euch zeigen möchte. Nämlich werde ich euch im Video das ein oder andere Video von Dexon verlinken, falls euch das interessiert. Zum Beispiel ein Damage-Test am A10 und ein bisschen Gameplay vom Noob Bike Mark II, falls euch das explizit interessiert, damit ihr euch selber einen Eindruck davon verschaffen könnt, wie stark oder auch nicht stark das dann sein wird. Für den Moment hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.